Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit meinem kleinen Warhammer 40k Buch Special Reihe, was auch immer. Letztes Mal habe ich mich ja hier mit den allgemeinen Büchern hier so beschäftigt, also ja hauptsächlich mit den Regeln und was da halt sonst noch irgendwie alles so dabei ist. Halt mit Fluff und so weiter. Und ja, das ist halt so die Grundausstattung. Das kauft man sich so ziemlich als erstes, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen, was man denn gerne machen würde. Und ja, um dann halt tiefer irgendwie einzusteigen, braucht man halt für die ja, entsprechende Rasse den sogenannten Kodex. Da stehen dann halt, ja, mehr Infos drin, noch mehr, ja, noch mehr Fluff und halt auch die ganzen Einheiten werden beschrieben. Ich habe mir nach längerer Konsultation einiger Bücher und einiger Infos mich dann für die Tau entschieden. Sehen Sie, sind halt mehr auf solche ja, Kampfanzüge spezialisiert und ich denke mal, das kommt meiner momentanen ja, Modellen irgendwie so ein bisschen entgegen. Sind halt sehr ähnlich von irgendwelchen ja, Gundams, jetzt nicht zwingend, aber so halt irgendwie mechamäßig unterwegs, deswegen, das sind keine Roboter oder sonst irgendwie was, sondern da sitzt einer drin und bewegt das hier alles ähnlich. Wie halt beim Gundam auch, nur die sind ein bisschen kleiner. Ja, Tau Codex, wie gesagt, das sind halt so die Zusatzinfos. Deswegen bei der Geschichte zum Beispiel werden ja eigentlich irgendwie ja, sehr viel Imperium irgendwie abgehandelt. Das hatten wir ja beim letzten Mal so durchgeblättert. Ja, sehr viel Imperium, sehr viel Menschen und so weiter und halt irgendwie diese ganzen Xenos, also die ganzen anderen Rassen, die es da so gibt, da gibt es dann irgendwie ja, maximal zwei Seiten, wo da irgendwie nur so gerade ein bisschen drin beschrieben ist, wer die sind und ja, in welchem Verhältnis die zu irgendwas stehen. Ja, ist dann halt nicht wirklich viel. Deshalb so ein Kodex, obwohl es halt auch zum Imperium jeweils, ja, im Prinzip hier für Space Marines gibt es dann halt für jeden Kader irgendwie einen separaten Kodex, halt einfach, um halt auch diese ganzen Modelle irgendwie zusätzlich unterzubekommen. Im Prinzip ist halt so ein Kodex, ja, sowohl die Geschichte als auch Zusatzinformationen zu der Rasse, als auch ergänzendes Regelwerk zu den einzelnen Modellen zur entsprechenden Rasse. Deswegen halt das ganz normale Regelwerk, das ist halt, wie man tatsächlich halt spielt, wie so ein Zug aufgebaut ist. Aber hier stehen dann halt die im Prinzip die ganzen Stats zu den einzelnen Modellen, die es halt zur Rasse halt gibt. Halt wie viele Lebenspunkte die haben, wie weit irgendeine Waffe halt schießt und wie stark die ist und so weiter, das findet man dann halt jeweils in dem Kodex drin. Zumal halt auch jede Rasse ihre eigenen Waffen halt haben. Also das ist jetzt nicht nur, dass man da irgendwie, was weiß ich hier, ein Lasergewehr, irgendwas halt hat. Das kann halt schon irgendwie von Rasse zu Rasse unterschiedlich sein. Plus halt irgendwelche zusätzlichen Waffen, die halt die Rassen entwickelt haben, die irgendwie eine andere halt gar nicht hat. Irgendwelche Ionenbeschleuniger oder weiß der Geier, was es da sonst irgendwie gibt. Deswegen, wer sich irgendwie ein bisschen mehr mit Warhammer 40k dann auseinandersetzen will, braucht definitiv halt den Kodex. Also im Prinzip wichtig sind halt die allgemeinen Regeln und halt der Kodex. Die bilden eine schöne Einheit. Und ja, dann schauen wir hier nochmal kurz rein. Halt auch hier viel, ja im Prinzip auch viel Blabla hier so drin. Deswegen viel, auch viel, viel bunt. Viele Artworks halt drin, die immer ganz gut ja, gemacht sind.
Aber halt so vom Text her geht es halt immer, ist also noch relativ schnell zu lesen. Deswegen halt Tau, wie gesagt, halt außerirdische, zwar humanoide Form, aber man, ich weiß nicht, ob man es halt sieht, sie sind halt ein bisschen dunkel, sind halt blauhäutig und ja, sind allerdings noch ein relativ junges Volk. Und sind aber trotzdem sehr technisch weit fortgeschritten. Fand ich auch sehr cool, irgendwie so ein bisschen zu lesen, dass die ja eigentlich irgendwie vor 3000 oder 4000 Jahren, also im Warhammer-Kalender, also jetzt nicht irgendwie der normale, sondern irgendwie in der Warhammer-Zeit, eigentlich noch irgendwie. Ja, so recht wilde Jungs irgendwie waren, die dann gerade irgendwie mal das Feuer gebändigt haben. Und ja, nach 3000 Jahren reiten die hier irgendwie auf irgendwelchen Meccas rum. Eigentlich auch ganz nett. Taus, oder die Tau sind in Kasten organisiert. Halt, es gibt da die, zum Beispiel die Feuerkaste, das sind einfach nur Krieger. Die machen nichts anderes, außer sich irgendwie entweder sich selber oder irgendjemand anderes zu verprügeln. Die Erdkaste, was halt im Prinzip so die größte Kaste ist, sind halt Künstler, Baumeister, Arbeiter, sowas, die sind halt alle in der Erdkaste halt vertreten. Wasserkaste sind die Bürokraten, Politiker und Verwalter. Die sind halt alle da drin, sind halt auch so die Unterhändler, also alles, was irgendwie gut im Reden ist, die sind halt in der Wasserkaste drin. Und dann gibt es noch die Luftkaste. Das sind ja im Prinzip alles Piloten, alles, was irgendwie ja, nicht auf dem Boden kreucht und fleucht, sondern halt irgendwie sich in die Luft erhebt. Das sind halt. Die sind dann halt in der Luftkaste halt drin. Und es gibt da halt auch keine, ja im Prinzip so keine Verbindung so zwischen denen so richtig. Also Feuerkaste, also es darf auch nur innerhalb einer Kaste irgendwie, ja geheiratet, weiß ich halt nicht, irgendwie sich fortgepflanzt werden, sagen wir es mal so. Also einmal Feuerkaste, immer Feuerkaste und ja, wenn man da drin ist, also da kommt man halt auch nicht mehr raus und das gilt dann auch für die Kindeskinder und Kindeskindeskinders Kinder. Und so ist es halt bei den ganzen Kasten dann halt. Sagt viel, viele Infos und hier sieht man halt so eine kleine Übersicht, was so diese ganzen Kampfanzüge, was die so halt haben, zumindest mal so eine kleine Übersicht, die haben halt noch ein bisschen mehr. Deswegen fängt dann halt hier von so einem ganz normalen Fußsoldat, der einfach nur irgendwelche Rüstungen halt hat, über Stealth Battlesuit, wo die Rüstung halt verstärkt ist, über Crisis, Enforcer Crisis Battlesuit, Broadside zum Riptide und da gibt es dann noch den Storm Surge als neues Modell und es gibt da auch noch etwas Größeres. Stärke durch Einigkeit. Die Tau kämpfen für das größere Wohl. Also im Prinzip kann man es ähnlich wie, ja, sagen wir mal, hier irgendwie, was wir so kennen als Kommunismus bezeichnen. Also das Individuum steckt zurück vor allen anderen. Und ja, also im Prinzip, ja, Space-Kommunisten. Aber trotzdem eigentlich soweit okay. Deswegen, sie sind jetzt nicht so drauf erpicht, irgendwie alles klein zu hauen, sondern sie versuchen es tatsächlich zuerst mit Diplomatie. Wenn das irgendwie nicht funktioniert, ne, dann drohen sie erstmal. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann hauen sie mal auf den Tisch. Und wenn dann immer noch nicht so funktioniert, ja, dann wird gnadenlos weggeprügelt. Insofern von den
Rassen her, eventuell sogar noch eine von den halbwegs vernünftigsten Rassen. Deswegen irgendwie hier Imperium will alles immer nur erobern, 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 scheißegal. Orks, alles nur verprügeln, verprügeln, verprügeln. Bei den Elder weiß ich es nicht, wie die das handhaben. Ich glaube, die sind auch noch ähnlich so wie die Taufe, so. Ja, gut, ich weiß es jetzt halt nicht so ganz genau. Mit den Elder habe ich mich halt gar nicht befasst, wie die das so handhaben. Egal. Septwelten, halt die ganzen Welten, die sie erobert haben, beziehungsweise halt so die, ja, die Expansion. Deswegen gibt es ja irgendwie drei Phasen. Und ja, man sieht dann halt hier, wie die sich dann in ihrer Ecke so verbreitet haben. Dann gibt es hier halt schon mal so eine Übersicht, welche, ja, im Prinzip welche Einheiten man so halt hat. Und hier zum Beispiel Commander, die ätherischen Fire Warrior als ja, ganz normale Fußtruppen im Prinzip. Pathfinder und das halt Drohnen nutzen. Also im Prinzip sind hier schon mal so die, was es halt auch als Modelle halt gibt, irgendwie so ein bisschen näher beschrieben, was deren Aufgabe in der Tau-Armee halt ist, halt ein bisschen ausgeschmückt dargestellt, weil später steht da einfach nur irgendwelche Daten mehr oder weniger dahinter und deren eigentliche Aufgabe ist dann halt nur irgendwie ein bisschen kurz wiedergegeben, damit man so eine kleine Übersicht halt hat. Aber hier steht dann ein bisschen mehr halt drin, wie, warum, weshalb, was die können. Teilweise dann halt auch irgendwie mit so einem kleinen geschichtlichen Hintergrund oder sonst irgendwie was. Ist also ganz nett. Dann halt immer mit entsprechenden Bildern. Sieht man halt hier Hilfstruppen. Dann nochmal halt hier irgendwie so die speziellen Named, sagen wir mal, Charaktere. Eine mögliche Expansion. Halt nochmal ein bisschen Geschichte zusammengefasst innerhalb von einer Zeitlinie. Dann die Farben oder wie die sich halt, ja, im Prinzip kleiden, die Herren. Halt sonstige so Informationen, wie man die dann halt auch später halt bemalt. Halt jetzt hier hauptsächlich in diesem Ockergelb, aber da kann man auch ein bisschen was anderes halt machen. Wie gut aussehen, deswegen hier von der Viola Sept, die haben dann schon ein anderes Farbschema. Aber im Prinzip, man hat da schon so ein paar Freiheiten, wie man da irgendwie was gestalten kann. Also man muss sich jetzt nicht zwingend hier an dieses Farbschema dann halt halten, sondern es geht auch so ein bisschen selbstständig. Aber es ist immer gut, wenn man halt irgendwie sowas dann halt hat, dann weiß man zumindest so ungefähr, was man dann halt machen kann. Und wenn man dann halt sagt, ja, das ist von dir und der Sept und sieht dann vielleicht anders aus. Naja. Zumindest mal ist es nicht ganz so arg wie irgendwie beim Imperium, finde ich zumindest mal. Also viele, ich weiß jetzt halt so die Tau, die ich irgendwie so gesehen habe in irgendwelchen Videos, die halten sich jetzt nicht zwingend irgendwie an diese Farbschemas, die haben dann auch viel Eigenes halt so drin. Das ist dann halt auch viel, was einem selber halt gefällt. So, hier mal so eine ganze Tau-Armee zusammengestellt, wie das dann so wirkt. Also die einzelnen Modelle in dem Farbschema, in so einem einheitlichen, mal so als schönes Gruppenbild. Sieht halt immer sehr imposant halt aus, aber es ist halt auch immer
die sind halt entsprechend von jemandem bemalt worden, der es halt auch drauf hat. Also sowas sollte man sich dann nicht irgendwie immer als direktes Vorbild oder sowas halt nehmen. Also beim ersten Mal wird es sowieso dann nie so aussehen. Da braucht man halt schon auch wieder ein bisschen Übung, um das ähnlich halt hinzubekommen. Aber es ist machbar. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jahrelang üben müsste, aber so ein paar Sachen sollte man dann schon mal irgendwie bemalt haben. Hier dann noch so ein paar Einzelbilder von den Modellen. Nur so als Info. Und hier fängt dann so eigentlich ja, etwa zur Hälfte von dem Buch hier tatsächlich dann mal an mit Regeln und so weiter, wie man halt die Armee aufbauen kann. Wie man halt diese Datenblätter dann entsprechend halt liest, wo was dann halt steht. Hier sind dann schon irgendwie Ausrüstungslisten mit den entsprechenden Punkten, wie teuer die sind, weil jedes Modell oder ja, jede Einheit hat halt einen gewissen Punktewert, den sieht man halt hier immer hier oben. Also so Commander ohne irgendwie alles kostet dann halt 85 Punkte und den kann man dann entsprechend ausstatten. Entweder steht es halt hier unten halt drin, aber wenn da irgendwo drin steht, ja, kann sich dann irgendwie Gegenstände aus den Unterstützungssystemen irgendwie holen. Dann muss man halt hier irgendwie hier hinten erst oder hier vorne dann nachgucken, was es halt an Unterstützungssystemen halt gibt und muss die dann, wenn man dann jetzt hier irgendwie sagt, ja, der sollte dann noch eine Drohnensteuerung bekommen, dann muss man halt zu den 85 Punkten halt noch 8 Punkte draufzählen, um ja, um den dann halt so in die Schlacht zu führen. Ist ein bisschen kompliziert, aber man hat es auch relativ schnell raus, wie das dann zu handhaben ist. Wie gesagt, man baut halt seine Armee irgendwie halt auf. Gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten. Im Prinzip kann man auch einfach nur irgendwie so zusammenstellen, was einem gefällt. Spricht ja nichts dagegen. Wenn man einem jetzt einfach nur sagt, ja, mir gefällt der Commander, aber so ein Ätherischer nicht. Dafür nehmen wir hier Aunvar mit und sonst irgendwie was, x Millionen Crisis Suits, kann man natürlich alles machen, hat natürlich dann den Nachteil, es ist dann weniger spielbar. Also wenn man dann tatsächlich irgendwie vorhat, eine Armee aufzubauen, mit der man halt auch Warhammer Tabletop betreiben will, braucht man halt schon hier irgendwie diesen Kodex und muss dann halt seine Armee auch entsprechend dieser Punkte irgendwie zusammenstellen, um später auch irgendwie in einem Spiel irgendwie ja einen Anhaltspunkt zu haben, wie groß die Armee ist und dann halt auch irgendwie seinem Gegner irgendwie, dass es ausgeglichen ist. Deswegen, man kann jetzt nicht irgendwie eine Armee mit, was weiß ich, die 3000 Punkte wert ist, gegen irgendwie so ein gegen eine 500-Punkte-Armee irgendwie antreten. Deswegen, das ist halt die Relation nicht mehr gegeben. Und deswegen, wenn man halt irgendwie mit jemandem halt spielt, würde man halt sagen, ja, wir einigen uns, unsere Armeen sind x Punkte wert und dann muss man halt seine Armeen so ja, ausstatten, zusammenstellen, dass die halt diesen Punktewert erfüllen. Also nicht mehr, also nicht mehr wert ist wie das Punktemaximum. Und dann kann man gegeneinander antreten. Deswegen gibt es halt diese Punkte überall. Und ja, da muss man sich das halt halbwegs so zusammenstellen. Deswegen, ich werde es halt auch entsprechend so machen. Ich werde mir eine Armee zusammenstellen, die spielbar wäre. Werde aber jetzt halt nicht irgendwie mit den Punkte-Maximum, das ich so im Kopf habe, irgendwie anfangen, sondern ich werde mir einfach irgendwie erstmal eine kleine Armee zusammenstellen. So eine 500-Punkte-Armee. Und
darum, dann alles andere irgendwie, sofern ich das dann halt hinbekomme, alles andere dann ja, im Prinzip dann ausstatten oder halt drumrum bauen. Also so kann man es natürlich dann halt auch machen. Das ist dann halt auch sehr hilfreich. Man könnte jetzt, also wie ich es jetzt halt machen werde, ich werde mir jetzt erstmal so im Allgemeinen Gedanken drum machen, was will ich irgendwie später mal haben. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie so 2000 Punkte als Armee-Maximum irgendwie mal so stehen. Aus dieser Armee-Liste, die ich dann halt habe, versuche ich dann aus, die so zusammenzustellen, dass ich halt so eine kleine, ja, sagen wir Erst- oder Rumpfarmee zusammenstellen kann, die 500 Punkte halt wert ist. Hat den Vorteil, ich brauche jetzt auf einen Schlag nicht allzu viel Kohle rauszuhauen. Und kann schon mal ein bisschen üben und habe eigentlich schon eine vollwertige Armee, sofern ich denn damit auch spielen wollen würde, was ich aber erstmal nicht vorhabe. Ja, im Prinzip, wie gesagt, hier werden immer noch die ganzen Modelle vorgestellt. Halt hier sind die ganzen Stats halt drin. Halt von wegen hier ja, Lebenspunkte, Initiative und so weiter. Also das findet man halt hier, aber die Sachen sind, glaube ich, auch immer bei den Anleitungen irgendwie mit abgedruckt. Also wenn man sich ja irgendwie so ein Modell kauft, dann gibt es halt zumindest das hier. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das steht dann, glaube ich, auch auf der Anleitung mit drauf. So eigentlich ganz nett zu lesen. Und wenn man halt tatsächlich so ein bisschen zusammenstellt, muss man dann halt hier ein bisschen drauf achten. Also im Prinzip ist schon irgendwie das Zusammenstellen von einer Armee ja auch irgendwie irgendwas, was so auch ein bisschen Spaß macht, sich da irgendwie zu überlegen, ja, wie könnte man jetzt so eine Armee halbwegs ausgeglichen darstellen, um gegen alles halbwegs gerüstet zu sein und dann halt irgendwie immer noch auf diese Punkte zu achten. Macht schon irgendwie Spaß. Man muss halt schon so ein bisschen überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Weil ich werde zum Beispiel jetzt hier nicht auf irgendwelche Flyer oder sowas halt gehen. Ich werde da mehr oder weniger erdgebunden bleiben. Deswegen auch Wespis werde ich nicht einsetzen. Drohnen weiß ich noch nicht. Die Sniper-Drohnen glaube ich nicht. Wenn, dann kommen nur irgendwie ein paar Drohnen bei den normalen Modellen irgendwie mit dabei. Tanks bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also jetzt für den Anfang sowieso nicht. Also ich werde hauptsächlich auf die Battlesuits gehen, plus ein bisschen Infanterie, also normale Infanterie, Soldaten halt nutzen. Und ja, muss ich dann halt mal schauen. Aber dafür muss ich jetzt hier erstmal das hier ganz durchlesen. Weil das hier ist jetzt auch der neue Kodex. Der kam jetzt am Samstag raus. Und muss man sich halt erstmal überlegen, wie, ja, was da überhaupt verändert worden ist. Deswegen laut Aussage soll nicht allzu viel verändert worden sein, sondern halt einfach nur um die neuen Modelle im Prinzip erweitert worden sein. Aber alles andere sollte noch soweit stimmen von dem alten Kodex. Deswegen den alten Kodex, den kannte ich jetzt nur halt auf Englisch. Da habe ich halt nur halt mal so reingeguckt, um mir halt schon mal so ein paar Infos zusammenzusammeln, ob das überhaupt was ist. Aber jetzt mit dem neuen Kodex hier, das ist dann ein bisschen einfacher. Deswegen ist ja auch alles schön in Deutsch. Da muss man nicht nochmal irgendwie so großartig drüber nachdenken, ob man das auch tatsächlich richtig übersetzt hat, was da steht. Und kann dann hier auch ein bisschen von der Leber weg zusammenstellen. Halt auch irgendwie im Englischen sind ein paar Sachen auch für mich jetzt halt unklar, wie man halt irgendwie so eine Armee zusammenstellt, hier auch mit Formation und so weiter, weil wenn man eine gewisse Formation irgendwie ja zusammenstellt, bekommt man dann noch mal irgendwelche Sonderregeln, die
ja, im Prinzip die Armee buffen oder halt nicht. Und muss man dann halt auch abwägen, nimmt man jetzt irgendwie halt so eine gewisse Formation, ja, stellt man irgendwie seine Armee nach einer gewissen Formation zusammen und bekommt halt diesen Buff, oder lohnt es sich nicht und dafür nimmt man dann irgendwie was anderes, und um dann ja vielleicht irgendwie einen anderen Vorteil rauszuziehen. Das ist im Englischen irgendwie, war mir das nicht so ganz klar, deswegen bin ich jetzt hier mal aufs Deutsche gespannt, wie das dann zu handhaben ist. Ja, so jede Menge. Jede Menge Kram. Das wird dann ziemlich interessant werden. Und halt hier zum Schluss werden halt hier nochmal diese Zusatzregeln nochmal irgendwie beschrieben. Halt auch, was weiß ich, wo die. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich natürlich hier nichts. Halt hier diese Sonderregeln, zum Beispiel irgendwie von ganz normalen Sachen, da gibt es ja hier auch irgendwie Sonderregeln, durch Deckung bewegen, infiltrieren und so weiter, was was das oder was die Modelle halt können. Und sowas steht dann halt auch hier irgendwo drin. Muss man sich dann halt entsprechend raussuchen, durchlesen, was überhaupt diese Sonderregel macht. Weil jetzt einfach nur dadurch, dass es ein bisschen nichtssagend halt die Regel oder was dahinter steckt, was man da irgendwie auswürfeln kann, ob da irgendwie zusätzliche Verbesserungen in der Bewegung halt draus resultiert oder sonst irgendwie was. Das steht dann halt hier hinten im Appendix drin. Halt auch die Waffen. Auch hier. Dann komme ich mal hier bei die Crew raus, egal. Jetzt hier zum Beispiel bei denen, dass man halt die Modelle mit Jagdmunition aufwerten kann. Dann steht das hier dann halt auch drin oder halt irgendwelche anderen Bewaffnungen ändert. Steht es zum Beispiel in Stealth Suits irgendwo drin. Darf eine. Ja, hier Bündelkanone durch einen Fusionsblaster. Dann kann man halt hier gucken, finde ich, ja, ich finde jetzt hier aus nicht die Bündelkanone und den Fusionsblaster, finde ich jetzt halt nicht. Und dann kann man halt hier raussehen, okay, die Kanone kann das und das, feuert auf die und die Reichweite und die andere feuert auf die und die Reichweite. Und dann kann man das dann halt auch irgendwie so ein bisschen halt sehen, was die dann überhaupt dann können, ob sich das lohnt, irgendwie das zu tauschen. Oder die in ihrer Aufgabe eventuell damit besser machen könnte als mit der Standardwaffe. Nur, wie gesagt, das kostet dann halt auch alles Punkte. Das muss man halt auch alles dann mit einberechnen. Und ja, es ist halt schon auch sehr taktisch schon im Vorhinein. Also bevor man überhaupt irgendwie auch anfängt zu spielen, man muss sich dann ein bisschen hier mit befassen. Und ja, das Ganze dann irgendwie so zusammenstellen, dass es einem oder für seine Spielweise dann angemessen ist, dann könnte man es dann halt tatsächlich irgendwie sich seine Modelle schnappen, irgendwie zum, ja, irgendjemand, der halt auch Warhammer 40k halt spielt und den Platz dafür hat und so einen Tisch halt aufbaut, dann halt spielt oder halt bei den Games Workshop-Läden, die haben halt auch halt Spieltische da, wo man halt auch drauf spielen kann. Oder man stellt sich selber, wenn man selber den Platz dafür hat, kann man das ja dann natürlich auch selber irgendwie aufstellen. Deswegen, mir fehlt leider der Platz. Und ja, dann kann man dann halt loslegen und das dann einmal irgendwie austesten. Funktioniert das? Wenn ja, okay. Wenn nein, geht es dann halt wieder zurück an den Zeichentisch und muss dann halt dran rumfeilen. Insofern ist es schon irgendwie eine ganz nette Sache, halt dieses Warhammer Tabletop-Gedöns. Also, die haben sich ja schon irgendwie so ein paar Gedanken gemacht. Natürlich, es ist
jetzt kein billiges Hobby. Es ist auch kein Hobby, was man dann irgendwie schnell irgendwie beiseite räumen kann. Also wie gesagt, die Tische, die sind auch irgendwie genormt auf so und so viel Zoll. Also ich könnte mir das jetzt hier nicht irgendwo ins Wohnzimmer stellen. Da wäre halt so ein Hobbykeller eigentlich ganz gut, wo man dann halt so einen Tisch aufstellen könnte mit Geländeteilen und so weiter, wo man dann seine Armeen dann ja, antreten lassen kann. Oder ja, man braucht halt jemanden, der den entsprechenden Platz halt hat und halt ja, genug Leute, die das dann halt auch selber irgendwie dann spielen. Jo, so viel eigentlich zum Kodex und viel Blabla. Ich hoffe, es ist keiner irgendwie eingeschlafen oder sonst irgendwie was. Wir sind damit hier durch. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann nochmal mit einem kleinen Büchlein. Und ja, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Also bis dahin.